Nach einem erholsamen Ruhetag in Sevilla setzen wir unsere Reise fort. Wir verlassen die Stadt und möchten euch nun herzlich mit einem Grüezi, Servus und Hallo zu Kapitel 6 unserer Andalusienreise begrüßen. Unser heutiges Tagesziel Córdoba liegt nur 213 Kilometer von Sevilla entfernt. Daher haben wir keine Eile, möchten aber dennoch am späteren Nachmittag in Córdoba die berühmte Mesquite-Kathedrale besichtigen. Wie man unschwer aus den Bildern erkennt, ist die Gegend zwischen Sevilla und Córdoba mehrheitlich flach. So kommen wir zügig voran. Als wir den kleinen Rastplatz mit den Tischen und Bänken entdecken, beschließen wir, eine kurze Pause einzulegen. Immerhin sind wir bereits seit 2 Stunden unterwegs. Und wer könnte einem kurzen Powernap unter den schattigen Bäumen schon widerstehen? Nach einer 30-minütigen Pause geht es weiter Richtung Córdoba. Wenn ihr Interesse an der von uns gefahrenen Route habt, könnt ihr auf unserer Homepage www.togetherontwowheels.ch kostenlos alle GPX-Daten zum Download finden. Ihr könnt diese gerne für eure Reiseplanung nutzen. Außerdem findet ihr dort weitere Informationen zu unseren Reisen, Equipment und vielen mehr.
einige Kilometer vor Córdoba, liegt hoch oben auf einem Hügel der Castillo de Almodóvar del Río. Wir lassen es uns nicht nehmen und fahren hinauf zum Haupteingang. Die Burg wurde im 8. Jahrhundert von Mauren errichtet und im 12. Jahrhundert fertiggestellt. Sie kontrollierte einen wichtigen Abschnitt des Guadalquivir und war ein Ziel der Reconquista im 13. Jahrhundert. Im Jahre 1362 ließ Peter I. von Kastilien die Burg restaurieren. Unter seiner Regentschaft erhielt die Burg zahlreiche Türme und eine doppelte Umfriedung. Die mächtigen Türme erinnern an die Alhambra in Granada. Ab 1901 wurde das zwischenzeitlich ziemlich verfallene Castillo im Auftrag des Grafen von Toralba vom Architekten Adolfo Fernández Casanova während 36 Jahren komplett restauriert. Beide starben aber vor der Fertigstellung. Leider ist es uns nicht möglich, die Anlage zu besichtigen, da sie von 14.30 Uhr bis 16 Uhr geschlossen ist. Bereits eine Stunde vor Schließung werden keine weiteren Besucher mehr eingelassen, da der Rundgang nahezu 90 Minuten dauert. Daher setzen wir nach einigen Fotos unsere Fahrt fort. Wir sind in Córdoba angekommen. Um zu unserem Hotel zu gelangen, müssen wir durch die Altstadt fahren, die jedoch für den regulären Verkehr gesperrt ist. Daher mussten wir bei der Buchung unseres Hotels unser Fahrzeugkennzeichen angeben und haben eine Sondergenehmigung erhalten. Nachdem wir den üblichen Check-in-Prozess hinter uns gebracht und unsere Kleidung ausgepackt haben, begeben wir uns zur weltberühmten Mezquita de Córdoba. Zunächst besteigen wir den 54 Meter hohen Torre Campanario, der heute als Glockenturm dient und einst ein Minarett der Mezquita war. Von dort aus genießen wir eine wunderbare Aussicht auf die umliegenden Parks und Gärten sowie einen beeindruckenden Rundumblick auf die Altstadt von Córdoba. Die Mezquita-Kathedrale de Córdoba, seit 1984 UNESCO-Weltkulturerbe, ist seit der Reconquista die römisch-katholische Kathedrale in Córdoba. Das spanische Wort Mezquita bedeutet Moschee und stammt aus dem arabischen Masjid. Im 16. Jahrhundert wurde ein gotisches Kirchenschiff in die Halle eingebaut. Als Bischofskirche des Bistums Córdoba wird sie Kathedrale de Nuestra Señora de la Asunción genannt. Das Bauwerk hat weltweite Anerkennung als ehemalige Hauptmoschee aus der Zeit des maurischen Spaniens. Der riesige Gebetsraum ist in 19 etwa gleich hohen Schiffe mit bis zu 36 Jochen unterteilt, die von Hufeisenbögen getragen werden. Diese ruhen auf 856 Säulen aus Jaspis, Onyx, Marmor und Granit. Die Moschee wurde in mehreren Bauphasen von Emiren und Kalifen von Córdoba erweitert. Mit einer Fläche von etwa 23.000 Quadratmeter gehört das Bauwerk zu den größten ehemaligen Moscheen weltweit.
Während unseren Reisen haben wir bereits zahlreiche Kirchen und Kathedralen besichtigt. Doch die Mesquita ist zweifellos die beeindruckendste von allen. In unmittelbarer Nähe der Mesquita fließt der Fluss Guadalquivir, der von der römischen Brücke Puente Romano überspannt wird. Diese Brücke wurde im Jahre 45 v. Chr. Erbaut und besteht aus 16 Bögen. Am Ende der Brücke befindet sich der Wachturm Torre de la Galahora. Erst spät nachts beenden wir den heutigen Tag. Morgen setzen wir unsere Reise fort, die uns nach Jaén führt. Nach einer äußerst erholsamen Nacht im Boutique-Hotel La Llave de la Juderia, welches wir wärmstens empfehlen können, machen wir uns heute auf den Weg nach Jaén. Den Link zum Hotel findet ihr unten in der Beschreibung. Uns erwartet heute eine entspannte Fahrt entlang endloser Olivenbaumhaine. Als erstes steuern wir jedoch die kleine Stadt Estepa an, wo wir einen ersten Halt einlegen werden. Estepa, eine Kleinstadt mit knapp 12.400 Einwohnern, ist in Spanien vor allem für seine berühmten Mantecados und Polvorones bekannt. Diese süßen spanischen Schmalzgebäcke, die vor allem zu Weihnachten serviert werden, bestehen hauptsächlich aus Mehl, Schmalz, Zucker sowie Mandeln, Haselnuss, Kokosnuss, Zimt und anderen Zutaten, je nach Rezept. Ursprünglich hatten wir geplant, das Mantecado-Museum in Estepa zu besuchen. Leider mussten wir feststellen, dass es geschlossen war. So mussten wir unverrichtete Dinge weiterziehen. Zwischenzeitlich haben wir die Olivenprovinz Jaén erreicht. Und nein, es ist nicht Italien oder Griechenland. Spanien ist mit einer Jahresmenge von über 8 Millionen Tonnen mit Abstand der größte Olivenproduzent weltweit. Zusammen mit Portugal werden über 58% der weltweiten Oliven auf der iberischen Halbinsel produziert. Diese werden hauptsächlich zu Olivenöl verarbeitet und natürlich ist auch hier Spanien führend. Im Jahre 2020 wurden von den exportierten 640 Tonnen Olivenöl mehr als 21% nach Italien geliefert. Italien als Olivenland ist also ein Mythos. In Spanien gibt es an die 260 Olivensorten. Die meisten werden für Olivenöl genutzt und einige wenige Sorten sind rein für die Tafeloliven vorgesehen. Wir sind in Alcalá La Real angekommen und auf der Suche nach einem Restaurant. Schließlich entscheiden wir uns für die Tankstelle an der Autobahneinfahrt, wo es eine typische Lastwagenfahrerkneipe gibt. Dort gibt es eine Vielzahl an preiswerten, aber köstlichen Menüs. Musik
Auf dem Weg nach Alcalá la Real erblickten wir die imposante Burg Fortaleza de la Mota. Natürlich wollten wir einen kurzen Abstecher machen, wurden jedoch bereits weit unten ausgebremst. Da wir gerade gegessen hatten, entschieden wir uns dagegen, den Hügel zu Fuß zu erklimmen. Gelegentlich müssen wir uns mit einem kurzen Fotostopp begnügen. Wir setzen unsere Fahrt fort. Denn Chain liegt noch etwas mehr als eine Stunde entfernt. Links und rechts der Straße erstrecken sich weiterhin endlose Olivenplantagen. Wir sind nun in Jaén angekommen. Ähnlich wie in Granada mussten wir auch hier bei der Hotelbuchung unser Fahrzeugkennzeichen angeben, um in das Stadtinnere zu gelangen. Am späteren Nachmittag genießen wir einen entspannten Spaziergang durch die malerische Altstadt und machen einen Besuch in der Kathedrale von Jaén, auch bekannt als Catedral de la Asunción de Jaén. Der Bau dieser Kathedrale begann im Jahre 1494, doch leider stürzte sie im Jahre 1525 ein. Ab 1540 wurde ein bedeutend größerer Neubau errichtet, der jedoch erst im Jahre 1725 vollendet wurde. Sehr beeindruckend und faszinierend war für uns die Virtual Reality Präsentation der Kathedrale, die uns einen einzigartigen Einblick in die Geschichte und den Bau dieses beeindruckenden Bauwerks ermöglichte. Morgen ist unser 20. Reisetag und wir fahren nach Granada. Deshalb beenden wir den heutigen Tag nicht allzu spät. Das Motorrad ist gepackt, der Kaffee ist getrunken und schon sind wir wieder unterwegs. Heute steht Granada auf unserem Programm. Wir werden auf etwas bergiges Gelände treffen und den einen oder anderen kleineren Pass überqueren. In Granada werden wir morgen einen Ruhetag einlegen, um uns wieder um saubere Kleidung kümmern zu können. Natürlich werden wir uns aber auch die Stadt anschauen. Eines können wir jedoch bereits jetzt verraten. Wir werden uns die weltberühmte Alhambra nicht anschauen. Zum einen sind die Eintrittskarten für den morgigen Tag bereits seit mehreren Tagen ausverkauft, zum anderen waren wir vor einigen Jahren bereits dort. Nur 40 Minuten von Jaén entfernt liegt das verschlafene Dorf Torres, malerisch an einem Hügel gelegen. Wie fast überall in der Region steht auch hier die Produktion von Oliven und Olivenöl im Vordergrund. Yeah,
Nachdem wir den 1161 Meter hohen Pass Puerto Albanches überquert haben, machen wir einen Zwischenstopp, um die atemberaubende Aussicht zu genießen. Von hier aus können wir bereits das Dorf Albanches de Úbeda weiter unten erkennen. Nach einer längeren Fahrt sieht man in der Ferne die kleine Stadt Cazorla mit ihrem Castillo de la Hiedra, das die Stadt überragt. Durch schmale und steile Gassen gelangen wir schließlich zur Burg. Die Burg von La Hiedra ist eine historische Festungsanlage, die ihren Ursprung in der maurischen Zeit hat, jedoch von den Christen in ihrer heutigen Form vollendet wurde. Sie thront majestätisch auf einer Höhe von 831 Metern und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Stadt Cazorla und ihre Umgebung. Wir setzen unsere Reise fort und verlassen Cazorla, um in Richtung Granada weiterzufahren. Obwohl wir bereits einige Kilometer hinter uns gelassen haben, haben wir noch nicht einmal die Hälfte der heutigen Strecke von 300 Kilometern geschafft. Je näher wir Granada kommen, desto bergiger wird es. Kein Wunder, schließlich nähern wir uns langsam, aber sicher der Sierra Nevada. Dazu werde ich euch später mehr erzählen. Zu unserer großen Überraschung erstreckt sich am Ende der kleinen Brücke ein weiterer Abschnitt mit einer wunderschönen Schotterpiste. Das macht Spaß! Einige Kilometer vor Granada fahren wir am wunderschönen Stausee Presa de Genter vorbei
und können es nicht lassen, einen kurzen Halt an diesem beeindruckenden und gut gefüllten Stausee einzulegen. Wir sind in Granada angekommen und machen uns auf den Weg zu unserem Hotel, das sich direkt gegenüber der Kathedrale von Granada befindet. Da wir uns mitten im Zentrum befinden, können wir heute und vor allem morgen alles bequem zu Fuß erreichen. Nachdem wir heute Morgen unsere Kleider in einem Waschsalon frisch gewaschen haben, sind wir bereit, Granada zu entdecken. Zunächst planen wir, zu einem Aussichtspunkt oberhalb der Stadt zu spazieren. Auf dem Weg dorthin schlendern wir entlang der berühmten Calle de la Galleria. Diese kleine schmale Straße erinnert mit ihren Bazaren an die alten arabischen Souks. Sie besteht aus den Fußgängerzonen Galleria Nueva und Galleria Vieja. Ein Stück weiter oben befindet sich der Mirador de la Luna, von dem aus man einen Überblick über die Stadt hat, und der Mirador San Nicola, der einen atemberaubenden Blick auf die Alhambra bietet. Über die Alhambra wurde bereits viel geschrieben und erzählt, und sie ist zweifellos eine der Hauptattraktionen in Granada. Falls ihr sie noch nicht besucht habt, kann ich es euch nur empfehlen. Es ist jedoch ratsam, früh morgens hinzugehen, da dann weniger Touristen dort sind. Die Tickets solltet ihr online kaufen. Wir schlendern weiter durch die Gassen und genießen die Atmosphäre der Stadt. Für den Nachmittag haben wir einen Besuch der Kathedrale von Granada geplant. Die Tickets haben wir bereits online organisiert. Die Kathedrale von Granada, auch bekannt als Santa Maria della Encarnación de Granada, wurde auf den Überresten einer ehemaligen Moschee errichtet. Mit der Rückeroberung von Granada im Jahre 1492 wurde die Kathedrale als Symbol des Sieges betrachtet. Der Bau begann jedoch erst Jahrzehnte später. Der ursprüngliche Grundriss wurde von Architekten Enrique Egas entworfen und entsprach dem gotischen Standards. Doch bereits 1528 wechselte der Architekt und der Stil änderte sich. Der neue Baumeister Diego de Siloe hatte die italienischen Renaissance kennengelernt und baute nun auf dem gotischen Grundriss die erste Renaissance-Kathedrale Spaniens. Die Kathedrale wurde schließlich im Jahre 1561 geweiht, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht alle Arbeiten abgeschlossen waren. Die Bauarbeiten wurden erst im Jahre 1704 endgültig abgeschlossen. Spät am Abend schlendern wir gemütlich durch die engen Gassen und gelangen schließlich zur Madrasa de Granada, einem historischen Palast, der bereits unter der Herrschaft der Mauren als Zentrum der Wissenschaft fungierte und bis heute zur Universität von Granada gehört. Nicht weit davon entfernt lernen wir Gennaro kennen, der einsam vor der Kathedrale auf seiner spanischen Gitarre spielt. Einige seiner Stücke durfte ich in den Videos verwenden. Den Link zu Gennaro und seiner Musik findet ihr in der Beschreibung. Muchas gracias, Gennaro. So geht ein wunderbarer Tag zu Ende. Auch das Ende unserer Reise rückt näher. Doch dazu erfahrt ihr mehr
in unserem nächsten Kapitel. Hasta luego!